Und was ist dein Problem? Wenn du irgendwas gegen den Kriegspiranha unternehmen könntest, stünde dir diese Röhre offen. Oh, eine Röhre? Eine andere Welt. Dieser Kriegspiranha ist das Einzige, was dir hier im Weg ist. Halte B gedrückt, um Superspringen von seinem Kopf aus zu vollführen. Dann solltest du es doch irgendwie schaffen können, ihn zu vertreiben. Alright. Tut mir leid für meine Todstimme und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Maker Story Mode. Ich habe das eigentlich epischer vorgestellt, aber da halt nicht. So, soll ihn killen. Ja, das Ding ist, bei dem muss man genau auf deren Kopf landen, sonst bist du instant einfach tot. Wenn du klein bist, bist halt instant tot. So, jetzt. Ah, zack. Ja, nein. Und das ist der Punkt, wo es schwierig wird. Weil, ja, Luigi, ich weiß, dass du mir helfen willst, aber ich will deine Hilfe nicht. Hier wird es schwierig, weil die immer so in einer bestimmten Linie gehen. Hier ist ja hier, okay. Okay, ich habe ja eigentlich getroffen, aber okay. Ja, was soll ich sagen? Ich nehme das gerade mega random auf. Ich habe keine Videos mehr. Ich muss dringend Switch Games aufnehmen und das ist blöd, wenn ich Probleme habe mit Switch Games aufzunehmen und ich habe 2 Projekte von 3, die Switch Games sind. Das ist nicht so krass nice. Yes! Wir haben alles. Okay. Du. Yeah, ein kurzes, ganz okayes Level. Ist halt nur, ist halt kein richtiges Level, war ja nur ein kurzes Level, um zu zeigen, wie das alles geht. Und ja. Fühl mich die ganze Zeit, als müsste ich niesen. Aber ich kann nicht niesen. Gerade nicht, irgendwie. Da haben wir ihn kaputt gemacht. Yeah. Und dann kommst doch mal raus. Yeah, der Ostflügel. Die Tore vom Ostflügel sind fertig. Yeah! Das sieht doch nice aus. Gibt's sonst sowas? Ey, diese Röhre sollte dich auf den anderen Wege in die tiefsten Tiefe der Unterwelt führen. Oder so. Okay. Na, da ganz links war ich schon, da gibt's nichts. Ich guck mal, kann ich irgendwas aufbauen mit 24 Münzen? Nope, noch nicht. Gut, ich hatte eigentlich vor, diese Folge unserem Typen hier zu helfen, seine ganzen Statuen zu bauen, weil er hat bestimmt mehr als so diesen Goomba. Aber ich bin jetzt sehr interessiert, was in dieser Röhre sein wird. Deshalb gehe ich jetzt erstmal in die Röhre. Out of order alles, aber ist mir egal. Ich habe entscheiden, was ich zuerst mache. Ui. Ui, die Musik ist weg. Ui. Man hat einfach fast gar nichts. Okay, ich habe ganz viele Münzen bekommen. Das ist ganz gut, I guess. Dann geht die Musik wieder ganz normal los. Okay. Machen wir weiter. Yeah! So, was hat er noch? Warte. Hatten wir das nicht schon? Nee, das hatten wir noch nicht. Okay. Steintransport mit Katzenmario. Die von der Bauerleiterin favorisierten Steinkorne sind so rar geworden, dass wir sie schon aus der Wüste anschleppen müssen. Leider sind da die Wände so steil. Könntest du das nicht erledigen? Ein Steinkorne würde fürs Essen schon reichen. Jo, machen wir das. Ich tue mir leid, falls mein Voice-Acting heute nicht so gut ist. Ja. Kein Grund, einfach sorry. Ja, reicht. Damit du Bescheid wisst. Das ist irgendwas oben, oder? Also ich kann hier zumindest drauf. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht gewollt. Mensch, Nintendo. Bin ich jetzt wieder lang? Ja, warum bin ich immer langsam? Ich verstehe es nicht. Ja. Mann, das hasse ich an einem Katzen-Outfit in diesem Spiel, dass der manche da einfach stecken bleibt. Und ich habe schon ewig kein Mario Maker gespielt. Also halt ganz normales Mario Maker. Ohne Story Mode. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Das müsste ich eigentlich mal wieder machen. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich gucke kurz, was es noch so gibt. So, mach kaputt da. Machen wir hier auch nochmal kaputt. Nehmen wir mit. Und hauen dann ganz schnell ab. Ich weiß nicht, irgendwas ist heute mit meiner Stimme los. Zumindest ist es seltsam irgendwie. Ich habe irgendwie das ganze Gefühl, jetzt würde ich mich ganz komisch anhören.
das ist wahrscheinlich nur die Pubertät. Null. So, das ist eigentlich easy ranzukommen, oder? Da muss ich nur... Ja, warte, was muss ich machen? So ein Cat Dive, dachte ich. Oder kann ich nicht... Okay, da muss ich jetzt... Also, vielleicht ist hier oben irgendwas? Nein. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich ein wenig überlegen, wie ich daran komme. So, oder? Nee. Ich dachte irgendwie, dass ich da abspringen. Also, die Zeit mir schon ausgeht. Ach, egal. Ich ignoriere es jetzt erstmal, Leute. Keine Ahnung, was ich da tun soll. Ach, wahrscheinlich. Ach, die Biene wahrscheinlich nicht killen, oder? Schätze ich jetzt mal. Ach, jetzt noch. Ach, komm. Jetzt verschwende ich jetzt schön Zeit. Ich mag diese Steinquader-Level persönlich ehrlich gesagt nicht so. Weiß nicht. Spreche mich nicht so an. Okay, wie komme ich. Ah, okay. Okay, macht Sinn. Ja, ja, geh durch. Hier geht die Zeit aus, deshalb muss ich beeilen. Was? Was? Warte, warte, was? Warum? Was? Was ist das jetzt hier? Was? Egal, ich springe einfach rein. Ich check das nicht. Okay, das hat... Warum hat das jetzt gezählt? Dieses Spiel! Vor allem dieses Katzen-Suit finde ich irgendwie etwas buggy in dem Spiel. Vielleicht bin es auch nur ich. Keine Ahnung. Ich finde es seltsam. Okay, was hast du jetzt? Danke für den Steinquader! Ich werde was Geiles draus machen! Sieh nur hin! Oh, ein Cheep Cheep. Das ist ja richtig cheap. Macht dann Spaß. Danke für den Steinquader. Ich habe daraus einen Cheep Cheep gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Süß, oder? Hier habe ich noch was. Steinquader im Fluss. Im Wald haben wir noch einen von den Steinquadern entdeckt, die die Bauleiterin so mag. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Meisterschwimmer, um den da herauszubekommen. Der Wald ist nämlich zu dieser Jahreszeit komplett überflutet. Und hey, irgendwie höre ich mich heute sehr komisch an. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich kann heute keine Stimmen machen. Weil weiß ich nicht. Meine Stimme ist komisch. Ich habe das Gefühl, meine Stimme geht kaputt. Was soll ich machen? Was ist das für ein Level? Ach, das ist wieder so ein Stein. Ja, das habe ich schon vercheckt, dass es das ein Steinquader-Level ist, aber... Ich war nur kurz verwirrt wegen meiner Steuerung, aber... Also das war jetzt doch jetzt ernsthaft Blödsinn. Ich wurde überhaupt nicht getroffen. Kein Millimeter. Nicht mal einen Millizentimeter. Ich wurde überhaupt nicht getroffen. Okay, cool. Ja, bei Mario ist das immer so. In jedem Stil. Wenn da irgendwas in der Hand trägt und das unter Wasser ist, dann schwimmt er automatisch nach oben. Okay, das macht nichts. Schade. Das war dumm, dass ich deshalb gestorben bin. So, den Pilz nehmen wir ganz schnell. So. Nach oben. Muss ich warten, bis mich das nach oben trägt. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut, nein. Ich muss schnell nach oben. Ja. Okay, das, ja, das ist schon gewollt, so, ja. Yes. Dann hier hinschmeißen, damit das nach oben geht und ich auch nach oben gehe. Und das hier, damit das, ja, das Wasser reicht nicht, egal. Hier schmeiße ich das dann rüber. Damit ich hier nach oben komme, genau, da schmeiße ich dann da runter. Was? Warte, was passiert hier gerade? Ich bin gerade echt verwirrt. Oh Gott. Ich finde das auch richtig seltsam, welche Voice-Acting-Dinger so zu machen. Wenn ich irgendwas im Hintergrund höre, da fühle ich mich nicht so alleine. Das ist nicht gut. Okay, das ist jetzt blöd. Hier, das Wasser steigt. Ja. Ach nein, ich muss in die Röhre rein wahrscheinlich, oder? Oder, ach, ich verschwende gerade voll viel Zeit. Nach oben schmeißen geht nicht mehr.
Ich muss jetzt laden, yeah. Ja, was kann ich sagen? Die Folge ist bisher relativ langweilig und ich bin irgendwie ganz seltsam drauf. Und ich weiß das. Und ich höre wieder irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Wahrscheinlich ist es nur mein Bruder, aber trotzdem höre ich die. Und trotzdem sind sie seltsam. Ja. Das gibt's doch nicht. Nicht mich, den hier. Den hier soll es nach oben bringen. Genau, ja. Ja, geht doch. Ja, jetzt haben wir es durch, oder? Ich mag diese Level echt nicht. Oh, nice. Das Wasser geht hoch. Gehst du nach oben? Jum. Ach, jetzt ob. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt bis zum goldenen Punkt oben? Ach, egal. Ist ja auch nicht so schlimm. Und Mario Maker ist irgendwie einfacher als Yoshi aufzunehmen, finde ich. Weiß nicht. Hey, danke für den Steinquader. Ich mach was richtig, richtig Geiles draus. Oh, ein Koopa. Das ist eine tolle Sammlung. Again. Hey, danke für den Steinquader. Ich habe einen Koopa gemacht. Meine Arbeit hier ist getan. Okay, dann haben wir den 100%, aber wir haben dafür nichts bekommen. Hey. Hallo, Rubbel, Rubbel, wie geht's dir? Herr Kleiner, ich hätte einen Vorschlag für dich. Du hilfst mir und ich lösche dich deine auf der Röhre da. Eine Hand wäscht die andere. Heißer Regen. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man Hotheads los wird? Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir vor Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Das machen wir. Herr Radierer. Herr Radierer, was ist das für ein dummer Name? Wahrscheinlich heißt er im Englischen einen uncoolen Namen, dann hier wie im Deutschen Herr Radierer. Dum, dum, dum. Let's go, 7 Stück. Let's go, bam, 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 bam. Und jetzt weg hier. Eigentlich mega, mega einfach. Ist ja mega einfach. Also mega, mega einfach, mega einfach. Das war mega. Das war echt nicht einfach. Das war echt nicht schwer. Einfach war es sehr, ja. Das war echt sehr einfach. Na gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Seite für dich ausradieren. Sieh sie dir an. Dieses ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Da hilft nur radieren. Rubbel, 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 rubbel. Oh man. Was gibt noch was? Ey, Kleiner, willst du nicht nochmal einen kleinen Job für mich erlegen? Vielleicht stolpere ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die den Weg blockieren. Machen wir gleich. Wir gehen erstmal in die Röhre rein. Ui, Blöcke. Nichts, nichts. Und oh. Blocki! Das ist dieser kleine Block aus dem Baumenü-Ding. Ich kenne ihn alle. Wie heißt der? Mauritius. Tagchen, Zeit für einen kleinen Auftrag? Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffe, Ausrufezeichenblock baue. Wir sind auf der Suche nach einem kleinen neuen Geißle. Ja, wie soll ich das jetzt anders machen soll, ne? Ich lese mal vor, ich habe mich richtig verkackt. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit dem linken Stick nach unten kannst du in der Luft eine Staffeltag ausführen, dann den die Ausrufezeichenblöcke komplett aus. Ich baue auf dich. Was? Okay. Bau halt auf mich. Ich bin jetzt Minecraft, oder? Ich dachte, ich bin ja Mario Maker. Aber da baut man ja auch. Ist ja wie Minecraft. Ich bin Minecraft. Mario Minecraft. Ich wusste es schon von Anfang an. Ich liebe diesen Stil, das ist einfach cool irgendwie. Aber erinnert mich auch irgendwie an frustrierende Level. Oder bin das nur ich? Okay, da ist noch irgendwas. Okay, da soll ich wahrscheinlich gleich hin. Ja.
Jetzt muss ich warten. Jetzt. Okay, warum ist hier ein Checkpoint? Das Level ist nicht schwer. Das Level ist absolut nicht schwer. Warum habe ich mich da jetzt treffen lassen? Das war peinlich. Wie cool, das wusste ich gar nicht. Lol. Boing. Ah, nice. Ich weiß, man hört manchmal Hunde. Aber... Okay, das war... Oh, come on. Hätte ich mit rechnen können, stimmt schon, aber... Jetzt bin ich auch dankbar für den Checkpoint tatsächlich. Oh man, ey. Aber nee, ich bin einfach... Oh, wie man merkt, ist gerade richtig schlecht. Ich weiß nicht, irgendwas ist heute mit mir los. Ich weiß nicht, ich bin seltsam, ich bin sehr seltsam. Aber das wisst ihr alle schon. Warum mache ich das eigentlich noch? Warum gibt es die Koopas? Nur um einen umzubringen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wofür die da sind. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was... Okay, ich lasse ihn einfach mal da in Ruhe, ne? Okay, ist die 10er mit... Ich dachte... Ach so! Ach so! Ja, ach so! Hm. Weiß nicht. Fand ich jetzt nicht so krass. Ach, ist mir jetzt auch egal. Komm, ich war einfach nur ins Ziel. Ich bin gerade von den ganzen Hundegebellen richtig genervt oder so leicht gestresst oder so. Wie soll man das sagen? Ach, egal. Keine Ahnung. Ich bin... Ach, ich... Nächste Folge wird cooler, Leute. Yeah! Obwohl, diese Folge ist auch ziemlich cool. Wir haben neue Charaktere kennengelernt. Herzlichen Dank. Da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und ganz was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf den anderen. Schaffe, schaffe, Häuslebau. Ein Ausrufzeichenblock? Fragezeichenblock meinte ich, sorry. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock herbeigerufen. Gib ihm nochmal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Okay, sonst gibt's nichts? Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt's auch was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Ich baue auf dich. Oh, wir sollen den Keller erforschen. Habe ich so richtig verstanden? Und wegen Dunkelheit wahrscheinlich ein Ghosthaus im Nacht. Ja. Okay, Mario Bros. 1 habe ich jetzt nicht erwartet. Warum ist das so rangezoomt oder... Kommt das mir nur so vor? Mir kommt das so vor, als wäre das alles rangezoomt. Mach es so groß. Was? Was? Was passiert hier? Pilzi. Okay. Das ist so spooky und seltsam. Yay! Ach, als ob. Ey, das ist so gemein bei diesen Dingern. Da musst du alles perfekt machen. Oh, ich sehe mehr. Ich sehe mehr. In diesem Dings-Effekt. Wieso kriege ich die Kräune nicht? Jetzt. Pff. Bitte. Und jetzt habe ich keinen Power-Up mehr. Das ist doch jetzt unfair. So, hier lang. Wow. Ah, hier ist richtig. Oder wie? Oh, ist ja alles. Ziel! Ja, einfach rein. Keine Ahnung. Okay, das Level war seltsam, fand ich persönlich. Ich fand es persönlich sehr seltsam irgendwie. Und ich weiß, ich mache gerade keinen Progress, weil ich nicht genug Münzen habe, um was währenddessen aufzubauen. Aber ist ja nicht so schlimm. Denn das Let's Play wird da eh nicht allzu viele Folgen haben. Vielleicht 20 Folgen oder so. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Ich schaff dir jetzt was. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block herbeigerufen, der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen. Okay. Noch was? Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung
winkt was ganz Besonderes im Anziehen. Na, neugierig? Na, neugierig? Im Reich der Steinblöcke. Haben wir noch Zeit dafür? Weiß nicht. Ja, komm. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken überdampft. Sie tanzen da drin, wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, welchen Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Mach ich, aber wenn ich merke, dass es lange dauert, dann werde ich in der nächsten Folge mit diesem Level weitermachen, auf jeden Fall, Leute. Dann wisst ihr Bescheid, falls, warum die Folge hier nicht lang genug ist für ein Level. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Bum, bum, bum. Ba-da-da-bum. Da kommt. Gehen die alle nach unten? Okay, bisher ist es absolut nicht schwer. Warum immer 3 von 4 Sterne war. Das kann ich gerade nicht sagen. So, runter mit dir. Okay. Na, das ist meine Schuld. Tut mir leid, Leute. Das war meine Schuld. Ich habe gewusst, dass da einer ist. Aber ich habe nicht gewusst, dass es schon aktiviert wurde. Ich dachte, habe irgendwas falsch gemacht und da wurde nicht aktiviert. Sorry, das ist wirklich meine Schuld. Das war dumm von mir. Die werden hier schon aktiviert. Die 2 Blöcke, ja, sogar 2 Meter entfernt irgendwie. Man kann die alle auf einmal, ihr seht's. Man kann richtig Speedrun machen. Jetzt. Zack. Dann wird er da aktiviert. Warte ich, bis er nach oben geht. Nehme ich hier ein paar Münzen mit. Warum nicht? Oh, okay, jetzt habe ich nicht alle mitbekommen, aber ein paar reichen, denke ich schon. Okay, da muss ich schnell durch. Oh, hier muss ich. Was? Okay, Leute, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Schau beim nächsten Mal wieder vorbei, I guess. Ja, sorry für diese seltsame Folge, aber ja. Schönen Tag noch und haut rein und ciao, Leute.